Ist der jetzt da oben durch die... Durch die Tür? Wie ich es mir gedacht habe. Gleich. Oh, ich war so froh, dass ich Ruhe hatte vor diesen Mistviechern. Die sind echt wie Pickel am Popo. Wie kriege ich den denn jetzt? Kann der nicht da hinten mal... Kuckuck. Der verhaut mich doch jetzt bestimmt. Ich bin mir sicher, dass jemand hier ist. Ach. Nein. Eine weitere eindeutige Verschwendung wertvoller Sixen-Zeit. Keiner hier. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Wo ist denn der? Okay. Lötlampe benötigt. Du hast mich nicht gesehen, mein Freund. Ja, hier bin ich falsch. Ah! Verdammt! Oh nein! Ach, Mann! Das ist keine Antwort. Ich will nicht sterben. Verdammt, ich muss laufen. Ich muss laufen. La 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 la. La la la. Bitte sieh mich nicht. Sie und ich scheinen ein Problem zu haben. Nein! Wie komme ich denn jetzt hier weg? Das ist wirklich nicht nötig. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ah, okay. Nein, doch nicht. Doch. Nein, doch. Oh, scheiße. Das bringt mir ja nichts, hier was zu finden. Oh, was habe ich denn da? Nein! Lassen Sie mich Ihnen helfen. Jetzt bin ich an der Reihe. Mein Freund, das kann doch nicht dein Ernst sein! Aber. Ich hasse ihn. Ich komme doch an dem jetzt nicht vorbei, oder? Ich muss da zur Lötlampe hin. Verdammte Axt. Wie werde ich denn den Sack jetzt hier los? Ach, ich kann doch schießen. Ach, schön. Schieß ihm in die Fresse. Habe ich soeben getan. Hier kannst du mal sehen. Oh, Mann. Dass ich da nicht von alleine drauf komme, das ist ein bisschen peinlich. Aber so bin ich. Wenn ich in Stress gerate, dann denke ich nie an irgendetwas. Ich vergesse dann alles. Alles, was ich könnte. Warte mal. So, Medikit, ja. So, ja, kurz durchatmen. Ja, ihr Lieben, das ist mir ja jetzt zum Schluss auch klar geworden, aber... Boah. Deshalb ist es auch nicht so gut, wenn ich... was wollte ich denn jetzt sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Ach genau, wenn ich PvP spiele in World of Warcraft oder sonst irgendwo. Weil ich gerate dann immer in Stress und dann kriege ich nichts mehr gebacken.
Transitneustart. Hören Sie mal, Sie Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Okay, Hintergang. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal dran, dich Sinclair und den Sixen-Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Die sind alle so nett. Und deshalb würde ich einfach nur... Ich höre einen Speicherpunkt. Alleine unterwegs sein. Da ist er. Oh, wie schön, ein Speicherpunkt. Und immer noch Gedudel. Obwohl, Gitarre ist okay. Mit Gitarre kann ich leben. So. Du hast auch schon mal besser ausgesehen, mein Freund. War das das Alien oder war das der Android? So, hier haben wir alles, ne? Ne, dich haben wir noch nicht, aber dich brauchen wir auch nicht. Okay, dann mal ab mit der Lötlampe. Weiße Plasmaschneider, Ionenschneider und was sie nicht noch alles für Schneider haben wollten. Und nichts von dem ganzen Zeug kriegst du, aber auf einmal mal kurz so eine Lötlampe. So, ich habe gespeichert. Das finde ich gut. Kann ich mir jetzt noch einmal hier umgucken? Da ist ja nichts mehr. Da war auch nichts mehr. War da noch ein Raum? Nee, ne? Auch keine Vents? Nein. Dann wollen wir mal. Ah, Nozzy, bist bestimmt rauchen. Oder holst du jetzt die Kettensäge? Tu es nicht. Ich appelliere an dich. Die Arme. Tasten bewegen. Okay. Oh, Creeper. Das willst du doch nicht wirklich, oder? Du willst, dass der mich mampft? Das ist aber nicht nett. Dann erschrecke ich mich doch. Mann. Ach so. Das ist die Basic Version. Okay. Da ist dunkel. Ja, komm, mach schon. Na, weiter. Klettern! So. Oh, hier ist schon ruhig. Ripley, hier spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Da sagst du gerade mal, hey, ist das schön ruhig hier und schon quatscht der einen zu. Und immer geht es nur um Taylor. Taylor hier, Taylor da. Hier ist kein Vent. Hier fühle ich mich sicher. So, was haben wir denn hier? Können wir irgendwas machen? Medikit? Ja. Soll ich jetzt... Creeper, jetzt machst du mir Angst. Der Langkopf ist also der Papa von Creeper. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch Kopfkino, in die Quere danke schön. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe Neuverkabelung. Ich habe Leute beordert, dann ist da bestimmt irgendwas inaktiv, was ich einschalten soll. Nur die Luftreinigung? Okay, die machen wir aus. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Raus? Wenn wir alle hier leben, durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Nett immer hier alles, ne? So, ich hätte jetzt gerne hier einen Speicherpunkt. Rechte Maustaste und dann S. Ihr wollt, dass mich das Alien frisst. Das verletzt meine Gefühle. Mal hier. Komm ich jetzt hier rein? Nein, Tür verschlossen. Okay.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schleichen soll. Hier müsst ihr doch jetzt... Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Speichern. Sehr gut. Ja, Creeper, ich mache mir gerade so Gedanken, ob wir vielleicht irgendwie, ohne es zu wissen, verwandt sind. Willst du meine Leibgarde? Kein Problem, ich kann gute Leute gebrauchen. So. Dann bist du immer willkommen. Okay. Du bist ja sehr eindeutig. Dann wollen wir dich mal rufen. So, ich schaue mal kurz auf mein Handy, wie spät es ist. 20 nach 1, ich würde sagen. Bis zum nächsten Speicherpunkt, wenn wir den überleben. Und... Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Ich war doch gewarnt, Mensch. Ich bin manchmal etwas doof. Zack, war sie im Schrank. Ich war schon lange nicht mehr im Schrank. Naja, vorhin. Aber schon lange nicht mehr lange im Schrank. Entweder das oder wir schießen uns endlich auf dem Habitat-Deck rein. Ach, Creeper, das kannst du nicht sagen. Wir haben Freude am Quälen. Wann sind die denn weg, die Säcke? Wir schaffen es, das verspreche ich. Geht ja nicht in meinen Transit. Husch, husch, weg da. Psst. Den habe ich gerufen. Der gehört mir. Geh da weg. Was wollen die denn alle hier? Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Och, Nozzy. Dieses Schiff ist unaufhaltbar. Ich brauche nur einmal freie... Aber Creeper, genau das lieben wir doch. Und ich liebe es. Und es bereitet mir eine unglaubliche Freude, Menschen zu verwirren. Hostel-Style? Sind sie jetzt weg? Nee, da vorne muss ein anderer sein. Sehe ich da jemanden? Ich sehe aber gar keinen. Ah, war Buggy. Wieder einmal. Okay. Dafür ist das Alien in der Nähe. Nossi ist glücklich. Nein, warte mal. Ihr seid alle glücklich. Da, ganz toll. Das Alien kann mir doch gestohlen bleiben. Das Alien ist doof. Und es hat einen Mädchennamen. Und es hat doofe Ohren. Und ich fahre jetzt einfach. Creeper, das klingt so, als wenn ich dir eine kleine Abteilung in meinen Obsidian-Palast zuweisen sollte. Mit eigenem, eigener Kammer Defaultaire. Ein paar Seelen quälen. Wäre das was für dich? Ja, was denn du? Hallo? Okay. Haltestelle für Solomons Galerie, Colonial Marshall Büro und Sixen Wohnbereiche. Danke, dass du mir das mitgeteilt hast. So schön laut. Ich hätte es ja sonst vielleicht nicht gehört. Ja, nur sie. Da war mein Speicherpunkt. Was? Einen ganzen Komplex? Aber meine neunschwänzige teile ich nicht mit dir. Da musst du schon eine eigene mitbringen. Oder was ist das Folterinstrument deiner Wahl? Vielleicht sollte ich doch weiter. Also nur für dich, Nozzy, weil du jetzt extra ein Bier geholt hast, werde ich entgegen meiner Aus- und Zusage bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Ich drehe jetzt einfach um und gehe nochmal zu dir zurück. Nein, das wäre eine Sauerei. Obwohl. Bier schmeckt auch ohne Stream. Ich dachte, dann mache ich dir jetzt eine Freude. Da kommt so ein Hieb. Das verletzt jetzt so meine Gefühle. Dabei wollte ich das nur für dich tun. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Gut, dass das Alien euch nicht hören kann.
Eieiei. Eieiei, willst du eine Pizza? Ah ne, das heißt Olala. Ist egal. Schere Outlast. Oh, Outlast-Style. Musstest du jetzt schon wieder mit dem Bösen da anfangen? Outlast. Das hat mir echt schlaflose Nächte besorgt. Da bin ich lange nicht drüber weggekommen, über all das, was ich da so gesehen habe. Inklusive der beiden Nacke-Dice, die da rumgelaufen sind. Verdammt. Habe ich nicht gesagt. Also, wenn die nicht so gaga gewesen wären, wenn das echte Menschen gewesen wären. Ja. Muss ich hier hin? Gut, dann gehe ich jetzt in die andere Richtung. Muss ich eigentlich... I came from over there. Okay. Oh ja, Pizza Hawaii. Oh. Oh. Es gibt nur zwei Pizzen, die ich echt liebe. Das ist Pizza Hawaii und Spinatpizza mit ganz viel Knoblauch und gegrillter Putenbrust noch mit drüber. Da könnte ich mich so reinsetzen, so reinlegen. Da könnte ich für töten. Ich meine, ich töte für weniger, aber... Dafür würde ich sogar meinen alten Herrn Asmodis töten. Naja, viel ist von ihm nicht mehr übrig, seitdem er die Hölle an mich hat abtreten müssen. Aber naja. So, was ist denn hier überall alles? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich da oben lang gehen sollte. Ich tue es mal besser nicht. Da war ich schon dran, ne? Penismänner. Ich hätte es jetzt anders ausgedrückt. Nicht ganz so nett. Ja. Aber die sind schon gut bestückt, mein Lieber. Jetzt können wir uns theoretisch drüber unterhalten, was Blutpenisse sind und Fleischpenisse. Und da die so Riesendinge haben, heißt das noch lange nicht, dass die... Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Einen hohen Verkehrswert haben. Vielleicht sind wir hier sicher. Ja, die schwarze, einäugige Mamba. Tür verschlossen. Okay. Hallo, guck mal, wer da ist. Ihr habt doch alle schon sehnsüchtig auf mich. Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Komm, willst du mich auch loben? Hallo? Kuckuck. Und du? Hallo? Was ist denn los mit euch? Dich mag ich. Aber habe ich schon mal gesagt, ne? Komm ich da rein? Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Gefahr ist nah? Sie ist bald wieder auf den really? Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Wieso ist jetzt Gefahr nah? Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Oh, kann ich Hören sehen, Sie, aber furchtbar ich bin beschäftigt. Gucken. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen oh, ist. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den so, Gasfliesen gebracht. Der Scheiß... Jetzt ist aber Ende Gelände. Die kleine Lada, die quietsche Monja. Grüße hier an Sir Nonny, falls du das dann im Off noch sehen solltest. Die quietsche Monja braucht was zu essen. Kohldampf. Ey, hier kommen Sachen ans Tageslicht. Creeper heiratet Eddie Glaskin. Im Herbst kommt Outlast 2, kann das sein? Also da würde ich sogar reingucken. Ich würde zwar, also ich glaube, ich bräuchte ganz viel Alkohol. Schon vorher. Aber das würde ich mir echt noch antun. Aber Outlast 1 habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesehen und... Ach nee, dann lieber doch blind, dass du zumindest nicht weißt, was so alles auf dich zukommt. Ist, glaube ich, dann auch unterhaltsamer für andere. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat echt mega, mega Spaß gemacht mit euch. Kann ich nicht anders sagen. Nossi, auch über dich habe ich mich richtig gefreut, dass du mal reingeguckt hast. Und alle anderen, die auch still dabei sind. Falls noch, weil meine Anzeige ist ja nicht immer aktuell. Ja, das mache ich gleich direkt im Anschluss.
Da werde ich euch beiden direkt nochmal ein Herzchen dalassen. Erst ist es, glaube ich, lila und danach grün. Und grün ist die beste aller Farben. Ja, Creeper, wenn er nur den Kopf in die Kreissäge stecken würde. So rum geht es ja noch. Aber wenn ich da an eine Szene denke, also... kriege ich schon wieder Gänsehaut. Furchtbar. Also ich kann es besser ab, wenn jemand mit Zähnen zerfleischt oder zerrissen wird oder auseinandergerissen oder mit dem Kopf irgendwo gegenknallt und dann alles aufplatzt. Aber sobald irgendwas im Spiel ist, wie Säge oder Messer oder Skalpell, ich sag nur, Friedhof der Kuscheltiere ist ja eigentlich kein so schlimmer Film. Aber ich gucke mir den nicht an. Allein wegen der Szene, wo der Ullige, der ja dann hinterher untot war, mit dem Skalpell da umhergeht und dann dem, wie hieß der nochmal? Jason Robot? Der Opa? Oh, nee, das war der von den Monsters, der damals in der Serie den Frankenstein gespielt hat, genau. Wo der dem da in die Achillessehne so mit dem, nee, kann ich nicht. Da gehe ich rennen. Ja. Oh, Torus, das würde ich mir angucken. Das würde ich mir angucken. Seid ihr auf Twitter, dass ich euch da folgen kann? Ich nehme an, ihr sagt doch dann irgendwie Bescheid. Weil ich nicht immer Twitch anhabe und gucke, wer gerade so da ist. Das würde ich mir gerne angucken. Ah, schade. Ah, da muss ich halt immer mal wieder reinschauen. Oder? Du oder deine kleine Zuckermaus, die dämonische Zuckermaus, ihr schreibt mir einfach eine Nachricht hier hier auf Twitch oder auch auf YouTube. Ich bin ja auch auf YouTube. Und sagt Bescheid, wenn so ein Stream ansteht. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so oft hier auf Twitch unterwegs. Weder aktiv noch passiv und dann kriege ich manchmal halt nicht mit, wenn die Leute streamen. Da wäre ich ein bisschen traurig, wenn ich das verpassen würde. Das ist lieb, Creeper, das ist ganz lieb. Da freue ich mich. Ja, die dämonische Zuckermaus. Ich mag euch zwei, ihr seid echt gaga. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Es hat mir mega, mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder entweder in meinem Stream oder in einem von euren. Gilt auch für Nozzy, altes Haus. Und wir lesen uns ja sowieso auf Twitter. Knuddel mal die Ronja von mir bei Gelegenheit und lass ja die Kettensäge da, wo sie ist. Sudele, das war's für heute mit meinem Alien Isolation Stream, planlos im Weltraum. Heute war es gar nicht mal so schlecht, eigentlich war es erschreckend einfach. Ich bin so durchgeflutscht heute. Ich bin nur einmal gestorben. Da ist irgendwas nicht koscher. Also da wartet ein ganz schlimmes Ende im nächsten Stream wahrscheinlich auf mich. Und an dich, lieber Sir Ronny. Nonny. Wieso? Ich will immer Sir Ronny sagen. Sir Nonny. So, du Guter. Challenge accepted. Jetzt musst du nachlegen. Hahaha. Bis demnächst. Ciao, ciao.